Freddy Krüger lebt. Lass mich damit beginnen, dass die folgende Geschichte zu 100% auf meinen Erinnerungen basiert. Was ich im Alter von 15 Jahren durchgemacht habe, ist so schrecklich, dass ich niemanden wünsche, so etwas selbst erleben zu müssen. Selbst jetzt, wo ich das hier schreibe und mir das Lied How Can I Live von El Niño zur Ablenkung anhöre, legt sich der kalte Griff der Erinnerung um meine Seele. Es begann alles an jenem Abend, an welchem ich wie gewohnt ins Bett ging. Bald schon fiel ich in den Schlaf und fand mich vor der Tür meines Klassenzimmers wieder. Nachdem ich in Begleitung meiner Mitschüler den Raum betreten hatte, setzte ich mich auf meinen Platz und holte die Materialien für den Deutschunterricht aus meinem Schulranzen. Wenige Augenblicke später trat Herr Lorenz in den Klassenraum und stellte sich hinter das Lehrerpult. Er begrüßte uns mit gewohnt freundlicher Stimme und bat uns darum, unsere Deutschbücher auf der Seite 84 aufzuschlagen. Als ich die angewiesene Seite aufschlug, gefror mir das Blut. Statt eines Textes über die korrekte Verwendung von Adjektiven, waren dort Fotos von blutüberströmten Leichen zu sehen. Im nächsten Moment bemerkte ich, dass sowohl Herr Lorenz als auch meine Mitschüler allesamt verschwunden waren. Zu meinem Entsetzen hatte sich der Klassenraum in eine verbrannte Ruine verwandelt. Ein Blick aus dem zerbrochenen Fenster ließ mich erkennen, dass das gesamte Schulgelände zu einer einzigen Brandruine verkommen war. Doch als ich meinen Blick zur Tafel richtete, entdeckte ich das wahrhaftige Grauen. Dieser Mann, der mit dem Rücken zu mir gedreht stand, ließ meine Augen merklich größer werden. Er trug einen rot-schwarz gestreiften Pullover, eine dunkelbraune Hose und einen schwarzen Filzhut. Sein ganzer Körper war mit schweren Brandwunden übersät, an denen er sofort hätte sterben müssen. Am meisten jedoch ließen mich die Klingen an den Fingern seiner rechten Hand erzittern. Diese Klingen waren rasiermesserscharf und mussten um die 15 cm lang sein. »Du solltest während des Unterrichts nicht einschlafen«, sagte er mit einer knurrend kratzigen Stimme. »Wer zur Hölle bist du?«, fragte ich zitternd. Der Mann drehte sich zu mir um und schaute mich an, mit einem Blick, wie ihn nur der Tod selbst haben könnte. »Du weißt nicht, wer ich bin«, fragte er und kam mit langsamen Schritten auf mich zu. »Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass du mich nicht kennst, wo ich doch der personifizierte Albtraum bin.« Voller Angst sprang ich von meinem Stuhl auf, hechtete Richtung Treppenhaus und schlug die Tür zu. Ich fiel seitlich hin und bemerkte etwas. Direkt vor mir lag das AC/DC-Album Highway to Hell. Zu meiner Verwunderung bemerkte ich, dass der Song If You Want Blood mit roter Schrift hervorgehoben wurde. Ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, was all dies zu bedeuten hatte. Ein Klopfen an der verglasten Tür riss meine Gedanken mitten entzwei. Der verbrannte Mann winkte mir mit seiner Klauenhand zu und verschwand sogleich in einer Wolke aus rot-schwarzem Rauch. So schnell ich nur konnte, rannte ich die Treppe in Richtung Ausgang hinunter. Doch als ich dort ankam, stand ich nicht etwa in der großen Eingangshalle, sondern im Inneren eines alten Industriekomplexes. Es schien, als ob das Gebäude vor weiß Gott wie langer Zeit sich selbst überlassen wurde. Von Angst und Panik überwältigt, taumelte ich durch die heruntergekommene Fabrikhalle. Kaum hatte ich über meine Schulter zurückgeschaut, gefror mir das Blut in den Adern. Der verbrannte Mann kam langsam auf mich zu, wobei er den Finger seines Klingenhandschuhs mit lautem Quietschen an der Wand entlang gleiten ließ. Funken stoben empor und regneten auf den Boden hinab. Ich hechtete um die Ecke eine kleine Treppe hinauf und stand plötzlich in einer Sackgasse. Als ich mich verstört umschaute, sah ich, dass der verbrannte Mann am Geländer einer hochgelegenen Plattform stand. Doch was mich am meisten schockierte, waren die Leichen. Ihre blutüberströmten Körper baumelten an Schlingen aus Stacheldraht sanft hin und her. Plötzlich begannen sie alle aus voller Kehle zu schreien und fielen einer nach dem anderen zu Boden. Die Zombies standen auf und wankten stöhnend auf mich zu. Ihre blutroten, pupillenlosen Augen bohrten sich tief in meine Seele. Sofort drehte ich mich um und rannte eine breite Treppe hinunter.
Anschließend versteckte ich mich in einem Abstellraum und schloss die Tür so leise, wie es mir in meinem panischen Zustand möglich war. Ich konnte hören, wie die Untoten die Treppe hinunter stolperten und ziellos durch den Gang schlurften. Nach kurzer Zeit jedoch war das gesamte Kellergeschoss von einer Totenstille erfüllt. Ich nahm an, dass die Zombies wieder nach oben gegangen waren. Ich sah mich in dem Raum um. Hier musste doch irgendetwas sein, womit ich mich verteidigen konnte. Aber so sehr ich auch suchte, ich fand rein gar nichts. In dieser Abstellkammer befanden sich nichts weiter als ein großer Spiegel und einige leere Regale. Ich wartete noch ein paar Minuten, ehe ich leise die Tür öffnete und die Treppe hinaufschlich. Während ich nach einem Ausgang suchte, fiel mir auf, dass ich komplett allein war. Meine Schritte hallten wie Revolverschüsse durch das Gebäude. Und dann endlich entdeckte ich die Ausgangstür des Gebäudes. »Komm schon, Jeff«, dachte ich und richtete meinen Blick konzentriert auf die Tür. »Das ist alles nur ein Albtraum. Nichts von der Scheiße hier ist echt. Nichts davon ist real«, erklang eine Stimme hinter mir. »Das kannst du dir so oft einreden, wie du willst. Aber das wird dir kein bisschen weiterhelfen.« Ich rannte auf die Ausgangstür zu und rüttelte wie ein Wahnsinniger am Türgriff. Meine Angst wurde von Sekunde zu Sekunde immer unerträglicher. »Ich will aufwachen«, schrie ich aus voller Kehle und riss den Türgriff aus seiner Halterung. »So einfach kannst du nicht aufwachen, Jeff. Du bist in meiner Welt. Und du kannst dir niemals entfliehen«, sagte der Mann und ließ seine klingenden Finger auf mich herniedersausen. Schwer atmend schreckte ich hoch. Das Laken und meine Bettwäsche waren von Schweiß durchtränkt. Vor Angst und Kälte zitternd kuschelte ich mich an den großen Plüsch-Husky, der neben mir im Bett lag. Ein kurzer Blick auf den Wecker verriet mir, dass es erst 4.45 Uhr war. Und da ich unter der Woche erst um 5:45 aufstand, musste ich noch eine weitere qualvolle Stunde in meinem Bett ausharren. Für den Rest der Nacht umklammerte ich mein Plüschtier, in der Hoffnung, dass es mich irgendwie vor dem Grauen dieses Albtraums beschützen konnte. Ich versuchte krampfhaft wach zu bleiben, denn ich wusste nur zu gut, dass der Mann aus meinem Traum wieder zurückkehren würde, wenn ich meine Augen schloss. Meine Gedanken kreisten unaufhörlich in meinem Kopf. Was war das für ein kranker Traum gewesen? Wer zum Teufel war dieser verbrannte Mann? Und würde er in der nächsten Nacht wiederkommen? Erst als das schrille Piepen meines Weckers ertönte, hörte das Gedankenkarussell auf sich zu drehen. Ich stand auf und ging ins Bad. Ein Blick in den Spiegel offenbarte mir die körperlichen Folgen dieser schrecklichen Nacht. Meine Haare waren zutiefst verschwitzt und fettig. Mein Gesicht war leichenblass und eingefallen. Und meine geröteten Augen waren von tiefen, dunkelblauen Ringen umgeben. »Jeffrey, mein Schatz, das Frühstück ist fertig«, ertönte die Stimme meiner Mutter aus der Küche. »Ja, Mom, ich bin gleich fertig«, rief ich und wusch mir die Haare. Dann sprühte ich mir noch etwas Deo unter die Arme und machte mich auf den Weg zum Frühstückstisch. Natürlich merkte meine Mutter, dass etwas nicht stimmte und fragte sogleich, ob es mir nicht gut ging. Da ich noch nicht gewillt war, über die Geschehnisse der letzten Nacht zu sprechen, hüllte ich mich einfach ins Schweigen. Außerdem hatte ich Angst, dass dieser Mann auch meine Mutter im Traum heimsuchen würde. Nach dem Frühstück verließ ich die Wohnung und machte mich auf den Weg zur Schule. Während des Unterrichts bemühte ich mich darum, nicht meine Augen zu schließen. Ich vermutete, dass auch einige von meinen Klassenkameraden den verbrannten Mann in ihren Träumen gesehen hatten, da sie ebenfalls alles daran setzten, nicht einzuschlafen. Als ich wieder zu Hause war, griff ich zu meinem Laptop und durchstöberte die Weiten des Internets, um eine Lösung für mein Problem zu finden. Nach einiger Zeit stieß ich auf einen Artikel, welcher vom Tod 5 asiatischer Flüchtlinge handelte. Diese sollen sich nach ihrer Ankunft in Amerika über Albträume beklagt haben. Die Ärzte empfahlen den Männern wie gewohnt ins Bett zu gehen, da sie die Ursache im Stress ihrer Patienten zu sehen glaubten. Doch ihre Einschätzungen erwiesen sich als grundfalsch, da all ihre Patienten in der kommenden Nacht starben. Bis heute erzählt man sich, dass die Männer geschrien haben, während sie in ihren Träumen umgebracht wurden. Offiziell starben sie an einer Krankheit, welche von diesem Tag an als Asian Death Syndrom bezeichnet wurde. Und bis dieser Artikel verfasst wurde, kannte niemand die Wahrheit über diesen schrecklichen Vorfall. Wie denn auch? Es konnte ja niemand ahnen, dass diese Männer von derselben Gestalt umgebracht wurden, welche mich in meinen Träumen verfolgte.
egal welches Internetforum ich aufsuchte, egal wen ich um Hilfe bat. Es war, als ob sich niemand trauen würde, mir den Namen dieses Monsters zu verraten. Erst als ich mir das Lied Freddy Krüger von den bösen Onkels anhörte, wurde mir klar, wer mich in der letzten Nacht terrorisiert hatte. Die Person, welche in dem Lied beschrieben wird, ähnelt haargenau der Gestalt aus meinen Träumen. An diesem Punkt wurde es mir endgültig zu viel. Ich brach meine Recherche ab und hörte das Lied Animals von Living in Fiction auf Dauerschleife, um mit den gesammelten Informationen fertig zu werden. Das ging so lange, bis meine Mutter mich darum bat, ins Bett zu gehen. Obwohl ich nichts lieber wollte, als so lang wie möglich wach zu bleiben, stimmte ich ihr wortlos zu. Unterbewusst hoffte ich auf einen tiefen, traumlosen Schlaf. Doch jegliche Hoffnung war in dem Moment gestorben, als ich spürte, wie sich Freddys Clownhand auf meine Schulter legte. Ich wusste nur zu gut, dass es sinnlos wäre, wegzulaufen. Daher ließ ich alles Leid über mich ergehen, betend, dass ich so bald wie möglich aufwachen würde. Diese Reihe von Geschehnissen wiederholte sich für Wochen, wenn nicht sogar Monate. Jeder Tag war eine einzige Qual. Oft schlief ich im Unterricht ein, nur um wenige Minuten später von dem Lehrer unsanft geweckt zu werden. Mein Notendurchschnitt rutschte nach und nach in den Keller. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich von Tag zu Tag mehr. Der Schlafmangel und die Hilflosigkeit nagten an meinen Eingeweiden. Ich hätte schreien und in animalischer Wut die Wände anfallen können. Denn Freddy Krüger verfolgte mich jetzt auf Schritt und Tritt. Immer öfter sah ich ihn im Spiegel. Und immer öfter hörte ich seine Stimme, die mich unmissverständlich aufforderte, endlich schlafen zu gehen. Wann immer ich Zeit hatte, suchte ich das Internet oder öffentliche Bibliotheken auf, um alles über Freddy Krüger und sein untotes Gefolge in Erfahrung zu bringen. Ich verschlang alles Wissen mit dem Appetit eines hungrigen Wolfes. Und nach einiger Zeit hatte sich meine Mühe schließlich bezahlt. So fand ich beispielsweise heraus, dass es sich bei den zombieähnlichen Wesen um ruhelose Seelen handelte, welche selbst nach dem Tod keine Ruhe finden konnten. Auch wusste ich nun, dass man Freddy Krüger nur loswerden kann, wenn man ihn im Traum tötet und die Angst vor ihm komplett verliert. Wenn ich dem Internet trauen konnte, sollte dieses Vorhaben durch den Besitz eines Traumfängers zusätzlich verstärkt werden können. Dies erschien mir durchaus realistisch, da schon die alten Indianer um die Wirkung eines Traumfängers wussten. Laut ihrer Überlieferungen wurden sie von den Wölfen im Reich der Träume vor allem bösen Geistern und Dämonen beschützt. Doch das wusste ich bereits, da der Wolf mein absolutes Lieblingstier ist. Auch wusste ich, dass die altgermanischen Völker dem Wolf ebenfalls beschützerische Fähigkeiten zuschrieben. So soll Odin, der höchste aller Götter, zwei Wölfe namens Geri und Freki als Reittiere sein eigen genannt haben. Doch nicht nur in der deutschen Folklore ist der Wolf ein Symbol für Wildheit, Treue und Stärke. In der japanischen Kultur genießt dieses stolze Tier ebenfalls eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung. In dem Manga-Psychothriller Beasters zeigt uns Grauwolf Legoshi, wie wichtig es ist, seinen Instinkten zu vertrauen, um für seine Ziele zu kämpfen. Und genau das musste ich auch tun. Wenn ich wieder Herr meiner Träume werden wollte, musste ich Freddy unmissverständlich klar machen, dass er die Grenze zu meinem Traumrevier überschritten hatte. Ich brauchte einen Traumfänger. Das war die einzige Möglichkeit, diesen Kreislauf aus Angst und Paranoia zu durchbrechen. An diesem Abend erzählte ich meiner Mutter alles, was ich wusste. Ich erzählte ihr von Freddy Krüger, den ruhelosen Seelen und den Halluzinationen, denen ich aufgrund des Schlafmangels mehr und mehr ausgesetzt war. Freundlicherweise hängte sie mir noch am selben Abend einen Traumfänger übers Bett. Dies gab mir ein Gefühl der Sicherheit, wie ich es schon lange nicht mehr empfunden hatte. Kaum war ich eingeschlafen, fand ich mich in dem Abstellraum wieder, in welchem ich mich in der ersten Nacht versteckt hatte. Ich musste lächeln, als ich dem Spiegelbild des anthropomorphen Wolfes entgegenblickte. Meine goldfarbenen Augen und mein grauweißes Fell leuchteten im schwachen Licht der Deckenlampe. Der Kendo-Anzug und das Wakizashi-Schwert, welches ich auf dem Rücken dabei hatte, ließ mich instinktiv wissen, dass der Sieg zum Greifen nahe war. Jetzt ist es soweit. Die Zeit der Rache ist endlich gekommen, dachte ich und setzte mein finsterstes Lächeln auf. Der Anblick meiner triefenden Reißzähne ließ mein Grinsen nur noch größer werden.
Ich verhüllte mein Gesicht und schaltete das Licht aus, um vollkommen mit der Dunkelheit des Raumes zu verschwimmen. Dank meiner scharfen Wolfsohren konnte ich zwei ruhelose Seelen ausmachen, die direkt vor der Tür standen. Ein einziger Schlag meines Schwertes ließ ihre Köpfe gegen die Wand fliegen. Innerhalb einer einzigen Sekunde wurden ihre Hälse zu karmesinroten Geysiren, aus welchen das Blut unaufhörlich heraussprudelte. Nachdem die immer noch zappelnden Körper zu Boden gesunken waren, warf ich meinen Kopf in den Nacken und heulte so laut, wie ich nur konnte. Ich wollte, dass Freddy und sein Gefolge wussten, dass die Herrschaft über meine Träume nun endgültig vorbei war. »Komm nur her, Freddy«, dachte ich, während ich mich lautlos und schnell durch die Gänge bewegte. »Weder du noch dein untotes Gefolge könne mir etwas anhaben. Das Tier in mir leitet meine Sinne und führt mich zum Sieg. Dieser Albtraum endet jetzt.« Während ich mich durch die Horde ruheloser Seelen kämpfte, ergab ich mich vollends meiner unbändigen Blutgier. Ich packte die Köpfe von zwei Untoten und schmetterte sie so fest gegeneinander, dass ihre Schädel wie Glas zersplitterten. Kaum hatte ich mich auf einen vergitterten Steg begeben, standen drei weitere Zombies vor mir. Dem ersten rammte ich das Schwert mitten ins Herz. Anschließend packte ich den nächsten Angreifer und warf ihn über das Geländer in den feurigen Schlund des Schmelzofens. Dann riss ich mir die Maske vom Kopf und riss dem dritten Zombie die Kehle auf. In diesem Moment überkam ich das tiefgründigste Verlangen, welches ein Wolf empfinden kann. Instinktiv kniete ich mich hin und versenkte meine Zähne im Gesicht des Untoten. Jeden einzelnen Bissen kostete ich am Rande der Ekstase entlang schlitternd aus. Es war ein berauschendes Gefühl dieser ruhelosen Seele, ein derart schmackhaftes Ende zu bereiten. Ich konnte regelrecht spüren, wie sich meine Augen vor Euphorie blutrot färbten. Ein plötzliches Geräusch ließ mich aufhorchen. Es waren keine schlurfenden und ungeschickten Schritte, wie sie von den Untoten kamen. Nein, es waren die gleichmäßigen Schritte von Freddy Krüger, die sich auf mich zubewegten. Ich warf den angenagten Unterkiefer beiseite, stand auf und zog mein Schwert. Freddy stand nur wenige Meter entfernt und blickte zuerst mich, dann den zerfleischten Körper des Untoten an. »Du bist ein böser, böser Hund, Jeffrey«, sagte er und zeigte auf meine blutverschmierte Schnauze. »Ich bin kein Hund, Freddy. Ich bin ein Wolf. Und du bist in mein Revier eingedrungen. Diese Traumwelt gehört allein mir.« »Dann komm her und zeig, was du drauf hast. Ha, ist an der Zeit, dass sich der große, böse Wolf für immer schlafen legt.« Während er das sagte, kam er langsam auf mich zu. Als er nahe genug war, ließ ich das Schwert blitzschnell auf ihn niedersausen. Freddy konterte den Schlag mit seinem Klingenhandschuh und wich mehrere Schritte zurück. Er war offensichtlich schockiert darüber, dass ich mich plötzlich so gut gegen ihn verteidigen konnte. Dies war das erste Mal, dass Freddy Krüger vor seinem Opfer Angst bekommen hatte. Aber ich war nun kein Opfer mehr. Jetzt war Freddy Krüger derjenige, der sich fürchtete. Mit jedem Schlagabtausch wich er immer weiter zurück. Langsam aber sicher wurde er von Panik ergriffen und schlug mit der Verzweiflung eines Ertrinkenden um sich. Wir kämpften uns durch die gesamte Fabrik, bis wir an der Ausgangstür ankamen. Freddy verpasste mir einen Treffer quer über dem rechten Auge und trat mich zu Boden. Dann rannte er nach draußen und schlug die Tür zu. Ich rappelte mich wieder hoch und riss die Tür auf. Im selben Moment erkannte ich, dass sich diese Fabrik direkt an einem Hafen befand. Mehrere demolierte Schiffe dümpelten sachte im Hafenbecken hin und her. Doch Freddy war nirgendwo zu sehen. Offensichtlich wollte er mich aus den Schatten heraus angreifen. Wenige Sekunden später sprang er von rechts auf mich zu und versuchte, mich mit seinen Klingenhandschuhen aufzuschlitzen. Ich wich geschickt aus und verpasste Freddy einen Tritt gegen das Kinn, der ihn einige Meter weit wegschleuderte. Sein Hut segelte in hohem Bogen durch die Luft und versank langsam im Wasser. Freddy selbst landete auf dem Bootssteg und stand mit blutverschmiertem Gesicht wieder auf. Man konnte sehen, dass er längst am Ende seiner Kräfte angelangt war. Er hielt sich die blutende Nase und wartete darauf, dass ich ihn erneut angreifen würde. Doch jetzt, wo Freddy schon so gut wie besiegt war, hatte ich keinen Überraschungsangriff mehr nötig. Ich ging auf ihn zu und trennte ihm mit einem schnellen Hieb die rechte Hand ab.
Freddy sank auf die Knie und umklammerte den verstümmelten Unterarm. Als er zu mir aufsah, war sein Gesicht schmerzverzerrt und von purem Entsetzen gezeichnet. Ich beendete sein Leiden, indem ich ihm mit meiner Klinge den Kopf abschlug. Freddys Torso blieb noch eine volle Sekunde aufrecht. Sein Blut spritzte auf den Bootssteg und in mein Gesicht. Dann fiel der erschlaffte Körper ins Wasser und versank zwischen den plätschernden Wellen des Hafenbeckens. Das Licht des Vollmonds warf seinen bleichen Glanz auf das Wasser und ließ das verschwimmende Blut in all seiner Schönheit leuchten. In dem Moment, in welchem ich zum Vollmond emporblickte, spürte ich zum ersten Mal die Verletzungen, die ich während des Kampfes erlitten hatte. Zusätzlich zu meinem rechten Auge hatte Freddy mir auch einige Kratzspuren am Rücken verpasst. Ich steckte das Schwert in die Scheide und warf den Kopf in den Nacken. Mein Triumphgeheul hallte unüberhörbar durch die Nacht und ließ die kühle Seeluft erzittern. Ich drehte mich um und marschierte in Richtung des Fabrikgebäudes. Mein Plan sah vor, die Steuerkonsolen im Kontrollraum anzuzünden. Wenn der Kontrollraum explodiert wäre, würden sich die Flammen durch das gesamte Gebäude ausbreiten und die gasleitenden Rohre zur Explosion bringen. Das gesamte Gebäude würde mitsamt all der ruhelosen Seelen, die sich in ihm befanden, in die Luft fliegen. Lächelnd und entschlossenen Schrittes ging ich auf den Kontrollraum zu, während das Lied Beginning of the End von Spineshank das Ende aller Albträume verkündete. Im Kontrollraum angekommen, schnappte ich mir einen Benzinkanister und übergoss die Steuerpulte mit der hochexplosiven Flüssigkeit. Anschließend kramte ich ein Feuerzeug aus einer Schublade hervor und warf es auf die Steuerkonsolen. Augenblicklich ging die Kontrolltafel in Flammen auf. Das Feuer griff schnell um sich und hatte innerhalb weniger Sekunden den gesamten Raum in seinen glühend heißen Mantel gehüllt. Ich wandte mich dem nächstbesten Fenster zu und sprang aus der nun brennenden Kontrolletage. Mit der Eleganz eines Jaguars landete ich auf dem Asphalt und huschte zum Bootssteg hinüber. Kaum hatte ich mich zur Fabrik umgedreht, explodierte die gesamte Kontrolletage. Flammen schlugen aus den Fenstern und tauchten den Himmel in ein helles, unheilvolles Orange. Aus dem Gebäude ertönten die Schreie der ruhelosen Seelen, welche noch ziellos durch die Gänge schlurften. Sie alle verbrannten jämmerlich, um in der Hölle ihre letzte, wohlverdiente Ruhe zu finden. Dann schließlich explodierte das gesamte Fabrikgebäude und mein Blickfeld zerriss in kleine Fetzen verbrannten Papiers. Das Piepen meines Weckers holte mich aus der Traumwelt in die Realität zurück. Sofort verpasste ich dem lästigen Brüllkasten einen Schlag auf den Alarmknopf und begab mich schnurstracks ins Badezimmer. Nachdem ich meine Haare gewaschen hatte, setzte ich mich zu meiner Mutter an den Frühstückstisch. Wow, Jeff, du siehst ja richtig erholt aus. Sieht aus, als hättest du gut geschlafen. Hat dir der Traumfänger geholfen? Fragte meine Mutter überrascht, als sie mein ausgeschlafenes Gesicht erblickte. In der Tat, das hat er, antwortete ich und blickte sie mit perfidem Grinsen an. Die Albträume sind für immer vorbei. Freddy Krüger ist tot.